Herzlich willkommen zur 282. Folge Spekulation mit dem Zwo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Sind wir schon wieder hier? Ey, warum hast du denn... Ha? Was soll denn das? Warum sind die ganzen Kisten voll hier? Warum nicht? Steht mich aber... Alter. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal nichts mitzubringen. Warum? Ja, wenn ich mal so reingucke, was so in der Kiste so drin ist. Naja, es fehlen halt noch Sachen, die wir überhaupt brauchen, um Sachen herzustellen, ne? Wie zum Beispiel die Zentrifugen, um das Zeug weiter zu verarbeiten. Ja. Wobei das sowieso witzig wird, weil ich noch nicht so ganz weiß, wie das überhaupt funktionieren soll. Weil du dann hier wieder mit potenziell, schätzungsweise, wenn ich jetzt einfach mal behaupten, mit Signalkabeln arbeiten darfst. Mhm. Weil ich sonst nicht wüsste, wie du verhindern willst, dass die alles gebrochene Vulkanit wegnimmt, wobei du halt wiederum das Problem hast. Du brauchst 10 gebrochene Vulkanit, das heißt, du musst sowieso erstmal gefühlt eine Stunde lang in dieses eine Lager dann reinarbeiten, nur um dann weiterzumachen. Ja. Na gut, wir Vulkanit kriegen wir ja so gesehen theoretisch noch extern noch hinzu. Das Erz, ja. Das Erz muss da rein. Und aus da, dem Zeug kommt gebrochenes Vulkanit, 10% durch angereichertes Vulkanit und 25% durch Stein. Stein muss weg, kann weg, was weiß ich. Und das andere beide bereitest du schätzungsweise auf so, zu Vulkanitblöcken. Ja, ich sehe gerade, dass da deutlich anderes Scheißzeug noch mit rauskommt. Aber willst du jetzt so eine Anlage an jedem... Nein, das baue ich jetzt nur auf, um erstmal zu gucken, was wir noch brauchen überhaupt. Und dann gucke ich, wie das überhaupt aufgebaut werden könnte. Genau, also zum Beispiel, weil das passt halt absolut gar nicht miteinander von den Zahlen her. Das ist ja das Schöne an dem Ganzen. Ja, richtig. Das war ja auch mein Hauptproblem. Deshalb ist es im Normalfall vermutlich nicht mal schlecht, das so zu bauen, wie es jetzt ist. Das einzige Problem ist dann bloß wiederum, es ist halt übertriebenes Overkill. Ja. Weil mit der Vulkanitanlage kann ich vermutlich sogar noch locker nebenbei ein Erzfeld weghauen. Also mit dem Erz vom Vulkanitgedödel. Ja, deswegen müssten wir wahrscheinlich das Zeug alles in eine Anlage anliefern und von dort aus dann halt. Ja, ich wollte aber eh erstmal halt nur testen, wie und was ich war, wo wir brauchen, also halt. Einziges Problem ist halt bloß, dass ich jetzt dann halt eine Zentrifuge oder ein Strahlenlabor bräuchte. Wobei es vermutlich eine Zentrifuge ist, weil das Strahlenlabor, glaube ich, nur im Weltraum platziert werden kann. Ja, genau. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe keine 20 Elektromotoren, also die grünen plus Prozessoreinheiten plus Beton und Hitzeschild und Stahl dabei. Stahl vielleicht schon noch am ehesten. Stahl habe ich mittlerweile 6000 hochgebracht, Hitzeschilde. Grüne Motoren sind auch da. 1000, Hitzeschilde 140, was brauchst du noch? Prozessoreinheiten. 87. Ich brauche nur 20 erstmal, ich guck mal. Also hier haben wir sogar alles da. Selbst Beton habe ich 400.000 hier. Ja. Aber wo es ist, musst du selber rausfinden. Oh, kein Strom mehr. Ja, das mit dem Strom wird echt noch ein großes Problem werden. Ist nicht, also, sobald die Akkumulatoren mal irgendwann dann da waren. Sind doch Akkumulatoren da, wir sind schon leer. Ja, aber das sind ja 5 Stück oder so. 55 Stück.
67 Stück. Pergaming 75 Stück sogar schon. Wow. 79 Stück sogar schon. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon fast die dreifache Kapazität wie letzte Nacht. Also von daher ist das doch wunderbar. Wie Sie ja wissen, sind wir mit Hitzeschilden. Ah da, alles gut. Also ich wollte gerade sagen, im Ding stand das drin, dass wir da welche haben. Wenn er da auf den falschen Planeten geguckt, war auch nicht untypisch. Wäre schon schön, oder wäre schon blöd, wenn ich jetzt hier auf dem Planeten auf die Container drücke und er mir es dann auf einem Planeten anzeigt. Das würde ich Factorio auch zutrauen, wenn ich ehrlich bin. Was macht die Zentrifuge? Was war das gerade für ein Rezept? Also das Rezept angereichertes Vulkanit, wofür ich Schwefel brauche. Okay. Geil. Das heißt, ich brauche hier für Schwefel das Ganze, was ich da drin habe, muss ich eigentlich dahin wieder zurückpacken, so ein bisschen. Weil ich halt so viel gebrochenes Vulkanit nicht brauche. Ich muss zumindest halt einen Kreislauf bauen, dass halt wieder das gebrochene Vulkanit hier stückweise zurückkommt. Mhm. Um dann das Ganze hier reinzupacken. Und da siehst du auch schon, was ich alles darf. Ich darf hier ein Flüssiggas reinpacken, 5 Wasser und bekomme sogar Dampf raus am Ende. Und so weiter und so fort. Wir könnten sogar fast noch ein paar mehr Bauroboter hier oben gebrauchen. Wenn wir ein paar Bauroboter mitbringen sollen. Weil jetzt zumindest gerade jetzt für den Anfang, wo wir hier so viel Schienenstrecke bauen müssen. Wir haben ja jetzt aktuell 1, 2, 3, ja, eigentlich 4 Baustellen gleichzeitig bei den Schienen. Ja, und ab und zu nochmal davon was. Ja, hauptsächlich sind seine Schienen, Steine abreißen, Klippen sprengen und ach ja, stimmt, potenziell stimmt. Eventuell, wenn man Glück hat, Akkus oder Solar setzen, aber das wird jetzt ja eh nicht mehr passieren. Das wird jetzt ja. Ja, Akkus und Solar brauchst du nicht drüber nachzudenken. Aber kriegen wir denn die Akkus jetzt zumindest mit dem Strom, den wir haben, voll? Gute Frage. Ja, es sieht zumindest so danach aus, dass zwar die Akkus zumindest voll bekommen. Das Geile ist, Vulkanit ist jetzt fast so wie es bei Uran ist, ne? Ach, wir haben eh nur 1,5 Minuten Nacht hier. Keine Ahnung, ob es 1,5 oder 11, keine Ahnung. Nö, wir haben. Also, wir haben 11 Minuten Tag, 1,5 Minuten Nacht. Oh, ja. Deshalb sage ich ja, wir haben kein Stromproblem. Nein, definitiv nicht. Deutlich besser als bei dem Planeten, wo du 36 Minuten hattest und davon irgendwie 38 gefühlt Nacht waren, ja. 40. Ja. Oder so. Ja, dann sparen wir uns auf alle Fälle deutlich Akkuplatz. Weil dann ich will jetzt ja echt nichts behaupten, ne? Aber es ist. Vulkanit ist jetzt echt wie Uran, ne? So ja, vom Grundprinzip. Ich habe mir das schon mal grob durchgelesen, aber ja. Du hast jetzt das Uranerz sozusagen, oder in dem Fall jetzt Vulkaniterz, das brichst du, da bekommst du dein dunkelgrünes Uran raus, streckenweise das hellgrüne mit einer ganz niedriger Prozentzahl und ein bisschen Stein, bekommst du vielleicht sogar Uran raus. Dann hast du halt diesen Anreicherungsprozess, um halt das hellgrüne mehr zu bekommen, ist das gleiche bei Vulkanit. Bloß, dass du halt das Angereicherte willst statt dem Gebrochenen. Dafür brauchst du den Schwefel. Ich weiß gar nicht, ob du bei Uran irgendwas Bestimmtes brauchtest. Für den Anreicherungsprozess. Ja, Schwefelsäure.
Ja, ist ja auch fast das Gleiche. Bloß, dass es hier nicht flüssig ist. Und dann bekommst du halt ein bisschen mehr Angereichertes raus. Noch ein bisschen von dem anderen, dunkelgrün sozusagen, und Sand als Abfallprodukt. Und dann das Ganze nutzt du ja am Ende für die Brennstoffzellen, was in dem Fall hier Vulkanitblöcke sind. Und der Wo du Kern dann auch ist, wieder Flüssiggas brauchst und so. und der Kern als Förderer braucht im Grundprinzip nur noch tatsächlich 25 Megawatt und keine 50 Megawatt mehr. Okay. Warum? Keine Ahnung. Hä? Steht da im Text noch mit 50 drinne? Ja, aber wir brauchen nur 25. Ja, soweit war ich auch. Aber warum? Weil wir wasserlos sind vielleicht, dass es dadurch genervt ist sozusagen. Also auf wasserlosen Planeten, die sich sagen, Wobei du ja eh Wasser erzeugen könntest mit den tollen Pumpjacks, die absolut OP wären auf diesem Planeten. Ja, richtig. So, gut, pass auf. Also, die nächste Nacht kommt gleich. Wir müssen jetzt natürlich ausrechnen, was wir natürlich jetzt pro Nacht brauchen. So, die nächste Nacht sollte jetzt in roundabout 2 Minuten kommen. Ah, ne, wir haben 2,5 Minuten Nacht. Nicht anderthalb, 2,5. Aber damit sollten wir eigentlich fast schon. Obwohl, ich weiß immer nicht. Megajoule. Aber ich sage, damit könnten wir eigentlich schon fast hingucken. Wir haben 710 Megajoule. Wenn wir 25 pro Sekunde, ja, obwohl das könnte. Das für dich ist das so, wie ich das denke. 2,560 sind 150 Sekunden. Okay, wir bräuchten, glaube ich, 4500 Megajoule, damit wir über die Nacht kommen. Sollte ja aber grundsätzlich auch kein Problem darstellen. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt im Moment 700. Ja, und das mit 150 Akkumulatoren, das ist ja nix. Ich meine, guck dir mal an, was da gesetzt ist bisher. Die Hälfte ist noch lila. Ach. Na gut, deutlich mehr als die Hälfte. Ja. Wo sind die überhaupt gesetzt worden? Also gefühlt sieht man fast gar nicht, dass überhaupt welche gesetzt wurden, wenn Ja, man sich das anguckt. das Problem ist halt, dass genau hier diese Ecke ohne Dings ist, ne? Ohne Sicht. Tisch. Aber stimmt, ich sehe halt Aber auch. du siehst da trotzdem so ein bisschen so. Du hast ja hier die drei sind ja voll gesetzt. Und du hast halt immer so vereinzelt noch hier so, die sind voll. Aber die sonst sind halt alle immer nur so halb oder ein oder zwei noch ausgestattet oder so. Jo. Ja, die machen das schon. So, geht's jetzt los mit Nacht? Weil, wie gesagt, die Nacht, das wäre halt so. Ja, jetzt haben wir. Jetzt ist Nacht, ne? Keine Ahnung, auf dem Planeten ist es eh irgendwie gefühlt dauerhaft hell. Müsste man doch aber an der Leistung von den Solarpanels merken. Aber bisher sieht es jetzt danach aus, als würden sie abfallen Man, langsam. sie fallen nicht Wobei, ab. nö. Die fallen noch nicht. Also noch wird es nicht Nacht. Noch ist es einfach nur, dass sie voll sind, die Akkumulatoren. Aber da haben die schon wieder angefangen, Solarpanels wieder neuen Strom zu produzieren. Hä? Ich glaube, die haben nur zwischendurch kurz aufgehört, weil die einfach keinen Platz mehr hatten zum Produzieren oder so. Jetzt hören sie auf. Oder werden sie geringer? Aber trotzdem, wir verbrauchen ja jetzt im Moment 40 Megawatt. Und die sind jetzt gerade mal auf eine Kapazität von 100 Megawatt abgefallen. Das heißt, es wird erstmal eine Weile dauern, bis das überhaupt da.
Wäre natürlich geil, wenn sich das rechnerisch ausgeht, dass du das Vulkanitzeug mit dem Öl von dem anderen Kernfragment machen könntest, aber ich glaube, dafür ist das viel zu wenig Öl. Sagen wir mal so, wenn wir jetzt dort Zweier, vielleicht sogar dann Dreier Dings reinpacken, Produktivitätsmodule, Das wäre ein Weg, ja. dann könnte das unter Umständen echt reichen. So, wir sind abgefallen auf 60 Megawatt. So, jetzt müssen die Akkus mussten mal kurzfristig mal mit einspringen, aber warum auch immer, da ist irgendwas gerade vom Strombedarf her relativ hochgegangen. Ja, ein Roboter, der laden musste. Okay. So, jetzt geht das wieder los. Jetzt sind sie auch fast bei Null angekommen. Oh. Ich glaube, wenn bevor sie überhaupt bei Null ankommen, sind die Akkus schon leer. Wir brauchen deutlich mehr. Deutlich, deutlich mehr. So, die Akkus sind jetzt leer. Ziemlich zeitgleich, wo die Solarpanels auch auf Null gegangen sind. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie lange halt diese Durststrecke anhält, bis die wieder anfangen zu produzieren. Weil die haben ziemlich genau eine Minute durchgehalten. Unsere Akkus. Nee, noch nicht mal. Immerhin. Noch nicht mal eine halbe Minute. 45 Sekunden. Toll. So, jetzt geht es wieder los. 1,5 Minuten. Das heißt, wir bräuchten theoretisch 500 bis 600 Akkus, damit wir nicht out of Strom laufen. Okay, das ist natürlich. Was sollten wir eigentlich hinbekommen? Ich Denke ich meine, grundsätzlich auch. wie viel Akkus hast du in deinem Blueprint drin? In einem von den Dingern sind 66. Also 66 mal 16. Mal 4 wären das jetzt für den einen Block. So, dann sind wir bei 4200 Akkus. Und wir bräuchten theoretisch, ja gut, bei 30 Megawatt bräuchten wir 600 Akkus. Durch 600, das heißt, wir haben, und das mal 30, das heißt, mit dem Block könnten wir ungefähr
was die Akkuleistung anbetrifft, etwa 200 Megawatt könnten wir damit einen Strombedarf über Nacht versorgen. Ja. Ja, vielleicht doch ein bisschen wenig. Na gut, wir bauen ja noch Akkus dazwischen rein. No Jetpack Fuel, da war ja was. Aber ich habe ja was mitgebracht. Na gut, guck mal, wir haben hier zwischen noch so dermaßen viel Platz. Ne? Richtig. Der andere Vorteil, dass wenn du die da wirklich reinsetzt, dann passt das immer relativ gut, weil der auch 2x2 groß ist, der Strommast. Guck mal, wir wären dann bei so einer Geschichte hier. Bin ungefähr über dir. Okay. Das einzige Problem ist bloß, dass es ungerade ist. Also irgendwo in eine Richtung ist es verschoben, der Blueprint. Entweder ist er unten nach unten hin ein zu hoch oder nach oben hin ein zu hochmäßig. Wieso? Weil in der Mitte 9 Blöcke sind und schienen sind immer 2 Blöcke groß. Das heißt, irgendwo ist ein Abstand zu viel. Unten hat er 3 und oben hat er 2. Und dadurch haben wir 9 Abstand zwischen den beiden Blueprints. Das heißt, im Optimalfall sitzt man vermutlich die, die oben sind, nochmal ein weiter nach unten und dann passt es besser. Ja. Weil unten ist zu viel aufgebaut. Oh, cool. Dann haben wir wohl Norbis verloren, würde ich behaupten, in 12 Stunden. Ja, da war was. Außer du kannst dir aus dem Kreuz mal eben so einen Schirm schneiden. Natürlich. Glaube, den haben wir aber noch nicht mal erforscht, oder? Doch, ich glaube schon. Nee, haben wir nicht. Ah, doch, haben wir. Echt? Ich weiß zwar nicht, wo er ist, aber das ist egal. Ich weiß nicht, wie wir ihn erforscht haben. Ah, okay. Darauf muss man auch erstmal kommen. Der ist bei Kampf. 100 Batterien, 100 Prozesseinheiten, 200 Beton, 200 Glas, 200 Stahl, 200 Kupfer. Nix. Das ist nicht korrekt, ja. Aber ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben einen guten Fortschritt gemacht bei der Solaranlage. Hast du die gerade runtergerissen? Macht das oben ein jetzt versetzt, ja. Okay. Dann mach doch mal. Muss erstmal die Position anpeilen. Noch was da noch andere Sachen stehen. Aber wenn du es jetzt so gemacht hast, dann ist es jetzt genau gleich wie vorher auch. Ein Experte.
Hat aber toll gemacht. Jetzt sollte es dann auch passen, dass man in der Theorie sogar einen Stromast in die Mitte bekommen könnte und dann passt das so. Dann werden die auch mal verbunden und so. Naja. Guck mal, wie schön ich das hier alles schon mache. Jetzt baut er es übers Kohlefeld. Mein Gott, ey. Nein, ich bohre das da nicht hin. Ich guck hier nur. Ist da gerade ein Roboter abgestürzt? Möglich wär's, ja. Schon bis überall. Sag ich auch mal. So, was gibt's bei dir so zum Essen? Denke Schnitzel, wenn ich richtig informiert bin. Sehr gut, dann steige ich jetzt mal ganz kurz meinen privaten Jet und komme mal vorbei. Besetz mal kurz den Tower, ich bin nicht da. Besetz mal kurz den Tower. Oh, geil. So ist jetzt noch auf Zwang fertig bekommen, oder was wird das? Ja. Habe ich auch. Sehr schön. Tschüss. Tschüss.